So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Play Minecraft Millionaire. Ja, und direkt bevor wir starten oder bevor wir irgendwas anderes machen, gehe ich mal kurz zu diesem Typi gucken, ob der wieder irgendwelche neuen Angebote für mich hat. Nur einfach mal so aus Prinzip, dass da mal so ein bisschen Routine reinkommt, wenn ich ihn finde. So, und dann gucken wir mal, was wir heute so machen. Wahrscheinlich werden es wieder ein bisschen kürzere Folgen, also nicht keine 15 Minuten, sondern eher ein bisschen weniger. Weil ich halt einfach wirklich in letzter Zeit ein bisschen Stress dies das habe. Aber ja, ich denke mal, das ist schon okay. Also ich hoffe es zumindest. So, haben wir das erledigt? Und dann habe ich mir nämlich so überlegt, dass wir ja mal... Moment, erstmal die Playlist dann machen könnten. Aha. Oha. Was geht denn jetzt ab? Hey, ich habe das doch auf... Moment, das muss ich jetzt erstmal... Ey. Jetzt hat das eine angemessene Lautstärke. Ich habe das eigentlich komplett runtergedreht, aber nein. Der macht natürlich volle Pulle. So. Naja, auf jeden Fall... Machen wir mal ein anderes Lied auf. So, auf jeden Fall, weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Egal, ich habe hier ja noch diese Liste mit den Sachen, die wir gecheatet haben. Und ich habe ja gesagt, wir bauen die irgendwann mal ab. Und ich meine, wir haben ja zurzeit eh nichts zu tun, deswegen, ja. Machen wir einfach mal sowas. Wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Eichenholz. Deswegen pflücken wir einfach ganz viel Eichenholz. Habe ich mir gerade so ausgedacht. Aber dafür braucht man natürlich auch ein paar Axtes. Deswegen hole ich mal ein paar Axtes. So, weil ich bin ja einer, ne? Ich habe ja gesagt, wir wollen so wenig wie möglich cheaten. Also cheaten wir auch so wenig wie möglich. Ist jetzt natürlich nur so eine Maßnahme. Einfach damit wir was zu tun haben. Ich meine, wir müssen ja hier irgendwo in der Gegend sein. Achso, wir könnten auch unser Zeug mal wegräumen. Wir müssen ja eh hier in der Gegend sein, damit wir, damit das ganze Zeug wächst. Weil ich mir sonst nicht so ganz sicher bin, ob das auch wirklich zuverlässig wächst. Deswegen, ja, machen wir das einfach mal so und so. Blabla. Okay, hier haben wir nichts. Das kommt alles, nicht das, sondern das. Dreck kommt auch aus den Tieren raus. Die scheißen alle Dreck. Ey, Moment, da kommt noch hier das rein. So, jetzt passt's. Und dann können wir uns nämlich eine Axt machen und einfach mal hier auf Eichenholzjagd gehen. Obwohl, wir haben ja relativ viel. Egal, wir holen uns noch mehr. Man kann ja nie zu viel Eichenholz haben. So. Ach komm, machen wir gleich mehrere. Einfach bei Baum. So. Und so. Und so. Und so. Und dann nehmen wir das und dann schmeißen wir das weg. So. Perfekt. Upsala. Effizienz, das ist schon mal gut. Und Schärfe. Okay, da hätten wir auf Level 1 verzaubern müssen. Egal. Ich meine, es geht ja trotzdem relativ schnell. So. Und dann sind wir nämlich mal hier so irgendwie produktiv, wenn man das so nennen kann. Weil wir haben nämlich eigentlich uns viel zu viel Geld ercheatet. Das geht ja mal gar nicht. Achso, und wir bräuchten natürlich... Komm, die Samen, die kriegen wir jetzt so. So mit der Zeit und so. So. Und dann... Ich will da unten Samen haben. Dankeschön. Oh, wir bräuchten auch mal eine neue Rüstung. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich echt gespannt bin auf... Dieses Minecraft-Update, also das nächste so, weil da ja dann alles mögliche an Zeug dazu kommen soll. Also jetzt hier, ne, dass man zwei Schwerter in der Hand haben kann, habe ich auch gehört. Und halt mit einem Schild und das alles. Und auf jeden Fall scheint dann Minecraft PvP auf eine komplett neue Stufe zu kommen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich denke auch, dass ich dann mal wieder ein paar mehr Minigames spielen werde. Weil da wird es dann bestimmt bald ein paar Minigames von geben. Ich weiß ja noch nicht, wann die 1.9 rauskommt.
Aber ich denke mal nicht, dass das jetzt noch so lange dauert, weil ich meine, die haben sie schon angekündigt, haben schon alles Mögliche gezeigt. Was ich allerdings richtig schade finde, ist, dass es einfach keine Entwicklungsversionen mehr gibt. Das ist mir schon bei der 1.8 aufgefallen. Ja, davor, vor der 1.8, gab es ja immer so diese Entwicklungsversionen genannt 14W, bla bla bla, sowieso, weil wegen Jahr und Kalenderwoche und Version, also erste oder zweite oder dritte Version in der Woche oder so. Ja, da gab es wirklich dann fast wöchentlich, teilweise mehrmals in der Woche, aber ich sag mal so durchschnittlich wöchentlich eine neue Entwicklungsversion. Das war richtig cool. Aber irgendwie, seitdem Microsoft Minecraft gekauft hat, ist das nicht mehr so. Das finde ich ein bisschen schade. Ich fände es richtig cool, wenn die das wieder einführen würden. Also da muss ich Microsoft ein bisschen kritisieren. Vielleicht bringen die jetzt viele neue Sachen ein und ermöglichen ganz viele neue Sachen und so. Aber ich weiß nicht, es ist halt einfach, ich habe so das Gefühl, nicht richtig mit einbezogen zu werden. Vorher war es halt so, ja, du konntest dir die Entwicklungsversion angucken, konntest dein Feedback dazu geben, konntest Bugs reporten und dies und das und jenes und hast halt wirklich an der Produktion mitgeholfen. Jetzt ist es so, da wird irgendeine Version entwickelt. Wenn sie meinen, die Version ist fertig und ist gut so, hauen sie die raus. Und hinterher ist es dann so wie bei der 1.8, dass erstmal überhaupt nichts funktioniert. Ich meine, einige Mods sind ja immer noch nicht für die 1.8 geupdatet und Forge und sowas gibt es ja auch nur für die 1.8, also für die 1.8.7 oder so gibt es überhaupt kein Forge. Keine Ahnung, ich denke mal, das hat auch einen ganz guten Grund. Und zwar, dass nämlich die einfach so ja keinen Bock drauf haben oder so. Ich denke mal, es wäre jetzt nicht so das größte Problem, aber ich glaube, die haben sich eher auf die 1.8 konzentriert. Einfach aus dem Grund, weil ja immer noch nicht alle Leute so Sachen auf die 1.8 geupdatet haben. So, nee, auf jeden Fall. Das war halt ein bisschen schade. Und ich denke mal, jetzt wird das auch wieder so sein. Ich meine, die bauen da jetzt ganz viel rum, ganz viel dies, das, jenes. Und die Entwickler, die haben dann hinterher wieder Probleme, weil die ihre Mods nicht updaten können, weil die halt einfach das ganze Zeug direkt am Release kriegen. Und nicht früher. Obwohl, vielleicht gibt es noch so eine Dev-Version oder so, dass dann die Entwickler irgendwie eine frühere Version kriegen. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber trotzdem, das fand ich halt ein bisschen doof. Da finde ich es besser, wenn die jetzt mehr Informationen den Entwicklern geben würden und wenn die ja auch wieder diese Entwicklungsversion einführen würden, weil dann könnten wir uns das auch wirklich mal angucken, wie da mit diesen ganzen Sachen, die in der 1.8, wie gesagt, dazu gekommen sind, die ganzen neuen Blöcke oder so. Die könnte man sich einfach schon vorher angucken, konnte mal so gucken, ja, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Hat vielleicht noch die ein oder anderen Bugs gehabt, aber das war in dem Moment egal, weil es einfach, ich meine, Minecraft ist allgemein so ein mega verbuggtes Spiel. Da macht jetzt so der ein oder andere Bug auch nichts mehr aus. Ja, aber sowas finde ich cool. Aber ansonsten freue ich mich da auch richtig drauf. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch mal wieder ein paar Minigames gespielt, aber ich hatte halt noch keine Zeit, so welche aufzunehmen und so. Ich meine, dazu gehört ja nicht nur aufnehmen, sondern auch noch rendern und Musik drunterlegen und das alles. Ich müsste mir auch mal wieder neue Musik so für irgendwelche Minigames oder so raussuchen. Weil die Musik, die ich da hatte, wird mit der Zeit so ein bisschen langweilig. Und Overwerk darf ich ja laut YouTube nicht mehr benutzen. Dankeschön dafür. Ja. Egal. Ich will da jetzt nicht länger nachfragen und rumdiskutieren oder so. Ich hole mir demnächst einfach meine komplette Musik von YouTube. Und wenn die dann irgendwas sperren sollten, dann kriegen die richtig Stress und gut ist. Dann schreibe ich denen ganz viele Hate-Mails oder so. Da können sie sich mal drauf gefasst machen. Ich meine, ich denke oder ich halte es für nicht unmöglich, dass jetzt Sachen, die in der YouTube-Bibliothek sind, auch irgendwann gesperrt werden. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so wie YouTube drauf ist. Also, ne? Naja, aber auf jeden Fall werde ich dann mehr Minigames versuchen zu machen. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon so das ein oder andere Minigame mal wieder gespielt. Hat auch richtig viel Spaß gemacht, werde ich auf jeden Fall in Zukunft wieder öfter machen und dann vielleicht auch wieder öfter aufnehmen und so. Nur, wie gesagt, ich bin halt, also habe ich schon mal irgendwann erwähnt, ich bin halt mittlerweile so ein richtiger Kacknoob, was PvP angeht. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und PvP spielen würde, die würden mich alle auslachen. Wahrscheinlich würde ich gewinnen, weil die alle anfangen zu weinen oder so. Das wäre cool. Haha. Nee, aber ja.
Ich meine, ich war ja vorher nicht besonders gut und jetzt ist es noch schlechter geworden, also von daher, naja. Bei GTA gab es ja jetzt auch ein neues Update. Allerdings muss ich sagen, in letzter Zeit spiele ich gar nicht mehr so viel GTA. Ich habe halt irgendwie nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise nutze meine Zeit halt einfach anders und zocke eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich zocke jetzt die ganze Zeit Clicker Heroes, das ist voll das geile Spiel, ey. Nee, also eigentlich, das hat man vielleicht mal bei Steam gesehen. Also ein paar Leute haben mich gefragt, ey, warum zockst du denn eigentlich den ganzen Tag Clicker Heroes? Das ist doch, ist das wirklich so gut, das Spiel? Was ist das jetzt, du, wenn ich online bin, dann zockst du das die ganze Zeit durchgehend. Jetzt gerade zocke ich es, glaube ich, mal nicht, also in Anführungsstrichen zocken, weil, ja, das ist halt einfach so ein Spiel, das machst du auf, lässt es im Hintergrund laufen und lässt es für dich farmen. Und dann klickst du da drinnen vielleicht dreimal, um deine Helden zu leveln und dann lässt du es wieder farmen. Also, ja, toll, ne? Ich finde es auch sehr schön, dieses Spiel. Also ist auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib. Ja, und sowas mache ich dann halt. Neben Videos gucken und das alles. Ich fand es auch interessant, dass jetzt LeFloid wirklich mal hier mit unserer Angie da geredet hat. Mit unserer Angie Merkel, genau. Mit Angela Merkel. Guckt euch die Folge auf jeden Fall mal an. Ist ganz interessant, da, ne? Wenn man sich allgemein nicht so gut mit dem Thema auskennt oder mit all den Themen, über die sie da geredet haben, dann ist das auch mal relativ gut. Ich fand es nur interessant, dass irgendwie, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn man sonst so sich Videos anguckt, dann kommt ein komplett anderes Bild von der Angie rüber, weil halt nur immer die schlechtesten Sachen ausgeschnitten werden. Aber dass sie jetzt nicht gerade, also so einige Sachen treffen schon zu, sagen wir es mal so. Weil wenn ein paar Fragen hat sie irgendwie nicht verstanden, das hat man so gemerkt. Und ein paar Sachen, ja, wurden halt auch einfach irgendwie nicht richtig beantwortet. Beziehungsweise hat sie sich immer wieder rausgeredet und hat sie eigentlich nicht so beantwortet, wie sie hätte beantworten sollen oder so. Ich meine, klar, das ist ihr Job. Aber ja. Ich meine, aber dazu kann, darüber darf man sich ja nicht, darf man ja nicht meckern, weil das ist schon relativ schwer, in so einem Interview, in so einem Interview irgendwas zu erzählen. Denke ich mal. Naja, aber ist ja auch egal. Nur so zur Info. Die war da mal und hat da mal so mitgeredet und so. Und da kann man sich das angucken. So, aber jetzt gehe ich mal kurz zurück in mein Bettchen und gehe mal kurz eine Runde schlafen. Hey, die gehen jetzt erst ins Bett. Bedeutet, die waren bis eben gerade einfach nicht geladen und, ja. Sind deswegen nicht nach Hause gelaufen. So sehe ich das. So. Und wir haben ja ein bisschen Zeug gekriegt. Moment, gucken wir erstmal kurz, wie viel Beute wir diese Folge gemacht haben. Ich gucke nochmal kurz in die Datei rein. Klick, klick. Wie viel brauchen wir denn? Also, 5 Stacks haben wir ja schon verbrannt, sozusagen. Also wir brauchen noch 10 Stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann passt das auch schon. Dann machen wir die weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und jetzt haben wir sogar wieder uns entschieden. Hey! Ein bisschen Bruchstein und sowas fehlt uns noch. So, lösche ich das einfach mal hier raus. Oder so. Keine Ahnung. Mache ich später. Okay, passt schon. Neue Aktivität. Okay. Den Kommentar muss ich nochmal kurz vorlesen. Das ist einfach göttlich. Also ich habe gerade eine E-Mail gekriegt, hat man ja vielleicht an diesem Pling gehört. Und ich habe schon gesehen, dass das ein Kommentar ist. Deswegen habe ich gleich mal geöffnet. Und ja, da hat jemand das erste Video zu... Oh Moment. Halt, stopp. Halt. Ende. Pause. Okay. Da hat jemand das erste Video zu Landwirtschaftssimulator 2011, wohlgemerkt, kommentiert. Das kam am 18.09.2012. So. Derjenige, der das kommentiert hat, heißt
so by the way, also hat so ein Bild, wo Duden drauf steht und heißt Deutsche Rechtschreib Deutsche Rechtschreibprüfstelle Road to 10 Subs. Also das heißt, oh, der hat sogar schon 11 Abonnenten. Applaus, Applaus, Applaus. Okay, auf jeden Fall unter einem Video vom 18.09.2012, von das total outdated war, also ist, und von einem Spiel, das schon ewig lange nicht mehr gezockt wurde, schreibt er, ihr seid scheiße. Also, Moment. Ihr seid scheiße. So. Wunderschön. Vielen Dank für diese konstruktive Kritik. Da werde ich wahrscheinlich gleich wieder meinen Senf dazu abgeben. Ja. Ich meine, daran erkennt man auch mal. Ja, ich habe zwar gesagt, ich werde jetzt nicht unbedingt viel gehatet, aber es gibt doch den einen oder anderen, der jetzt nicht so eine helle Leuchte ist und dann meint, irgendwie sowas schreiben zu müssen. Naja, aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.